Hallo, mein Name ist Mareike Wübben, ich bin Redakteurin der Nordwestzeitung und sitze hier gerade im schönsten Hinterhof von Kloppenburg zusammen mit Artjom Gils. Der Schauspieler ist hier in Kloppenburg aufgewachsen und hat sich nach den Ostertagen zu einem Interview bereit erklärt. Artjom, Hollywood oder Kloppenburg, was ist dir lieber? Hallo, grüß dich. Also das fragst du mich, während wir in dem Hinterhof, in dem schönsten Hinterhof Kloppenburg sitzen. Das ist von Glamour nicht zu übertreffen, muss ich sagen. Nein, Quatsch. Also ich glaube, mir wäre ganz lieb ein Mix von beidem. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So familiäres Kloppenburg und irgendwie großes Hollywood. Das wäre irgendwie schön. Wäre schön. Was kommt dir in den Sinn als erstes, wenn du an Kloppenburg denkst? Ganz ehrlich, gerade der Schweinebrunnen. Aber ich glaube, das Erste, was mir wirklich in den Sinn kommen würde, wäre alte Freundschaften und irgendwie eine coole Kindheit. Wie häufig bist du noch hier? Relativ häufig. Ich würde sagen, so alle 2 Monate vielleicht, 3 Monate, irgendwie sowas. Also ehrlich gesagt, immer dann, wenn es sich irgendwie ergibt. Mhm. Wirst du schon auf der Straße erkannt? Permanent, ständig. Nee, ehrlich gesagt, eher seltener als man glaubt. Wer auch immer das glauben mag. Ab und zu kommt es mal vor. Dann, ja. Ich wurde neulich in der Nordwestbahn, glaube ich, erkannt. Das war auf jeden Fall, die Blicke haben sich so ein bisschen zu mir umgedreht. So ein bisschen tuscheln. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das an mich gerichtet war oder nicht. Vielleicht war da irgendjemand anders noch. Okay. Du warst ja in deiner Jugend auch so im Kampfsport aktiv. Wie kam es dazu? Zum Kampfsport? Ja. Zum Kampfsport kam es, glaube ich, weil ich ein ziemlich aktives Kind war. Ja. Also ich hatte das Hauptfaustdick hinter den Ohren. Ich war, glaube ich, relativ unruhig und da haben meine Eltern mich irgendwie zum Kampfsport gegeben. Okay, das hast du auch relativ erfolgreich, glaube ich, gemacht, ne? Ja, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, ja. Bist genau. Du da heute noch so ein bisschen aktiv? Jein. Also ich mache es immer mal wieder, aber ehrlich gesagt nicht mehr so regelmäßig. Ich bin so ein bisschen umgeschwenkt zu Beachvolleyball und irgendwie so anderen Sportarten. Und irgendwie so ein bisschen weg. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, warum. Ich glaube, so in Berlin habe ich nicht so richtig einen Verein gefunden. Nee, ich kann es dir gar nicht erklären. Das war irgendwie... Ich mag es immer noch sehr, sehr gerne, aber ich mache es irgendwie nicht mehr so häufig. Ich weiß nicht, warum. Ja. nach dem Abi 2007 bist du dann ja hier aus Kloppenburg weg. War da auch so die Idee, irgendwie raus aus der Kleinstadt mal was Neues erleben? Also Abi schon 2006, noch ein bisschen älter. Okay. Gott, schrecklich. Ne? Ja, doch. Ich glaube, ich bin damals nach Berlin gegangen für ein Studium. Und ich glaube, ich habe mir das Studium ausgesucht, weil ich ganz gerne international irgendwie was machen wollte. Und es war ein dualer Studiengang, eine Kooperation zwischen Berlin und England. Und deswegen bin ich, glaube ich, nach Berlin gegangen. Hattest du da schon die Schauspielerei so ein bisschen im Hinterkopf für dich? So ganz und gar nicht, ehrlich gesagt. Das kam ein bisschen später. Es kam so während des Studiums, als ich dann irgendwie angefangen habe, ein bisschen Werbung zu drehen, um mir das Studium zu finanzieren. Und das irgendwie ganz cool fand, vor der Kamera zu stehen. Und dann habe ich so ein paar Kurse gemacht und war dann im Ausland, habe ein paar mehr Kurse gemacht und habe gesagt, es fühlt sich eigentlich ganz schön an. Und es ist irgendwie, es bereitet mir mehr Freude und macht irgendwie mehr Spaß, als bei einem Praktikum oder irgendwie im Büro vor einer Excel-Tabelle zu sitzen. Was auch Spaß machen kann, aber irgendwie hat mich nicht so getrieben. Mhm. Wie muss ich mir das so als Laie vorstellen, als Schauspieler? Läuft so eine, ja, die Idee, dann irgendwie bei einem Film mitzumachen oder wie wird man überhaupt engagiert, gefunden, findet irgendwie den passenden Film, den man gerade machen möchte, wie läuft sowas? Also, es läuft meistens so, dass man, es gibt entweder ein Drehbuch oder eine Idee, das wird geschrieben und im Buch sind gewisse Rollen dann ausgeschrieben. Das heißt, eine Produktion oder ein Regisseur, ein Drehbuchautor, wie auch immer, haben eben gesagt, das und das und das und das sind die Rollen, das sind die Figuren. Und dann wird das Ganze an eine Castingagentur gegeben und die fragt dann entweder direkt bei Agenturen an, bei Schauspielagenturen an, ich bin in so einer Schauspielagentur, oder schreibt eben was aus und die Schauspielagenturen schlagen selber vor und dann geht's zum Casting, meistens geht's zum zweiten Casting noch, manchmal zum dritten, und wenn man dann der Richtige ist oder die Richtige, dann bekommt man die Rolle. Genau. Manchmal bekommt man die Rolle auch so, wenn man irgendwie die Leute schon kennt und so weiter. So.
Die letzte größere Produktion oder wo dich vielleicht auch jetzt viele wiedererkennen sozusagen, war ja für die Charité. Wie bereitet man sich auf so einen historischen Film vor? Wird da das mitgeliefert mit dem Drehbuch, was da so das Setting ist, die Gefühle, die Gedanken des Charakters, oder muss man sich da selbstständig so ein bisschen einarbeiten? Na, teils, teils. Also natürlich schafft das Drehbuch die Rahmenbedingungen und man hangelt sich so an den Fakten des Buches entlang. Ich habe mir zum Beispiel Filme irgendwie zur damaligen Zeit angeguckt. Es gab, also was heißt zur damaligen Zeit? Es gibt so einen Film über Sauerbruch, der war ist in den 50ern entstanden. Und da merkt man aber noch so, was für eine Haltung die Leute hatten. Es ist irgendwie zweimal ein bisschen aufrechter und irgendwie so eine sehr strenge Sprache. Und das habe ich mir zum Beispiel angeguckt. Und trotzdem arbeitet man natürlich auch so das Innenleben der Figur und die Verhältnisse zu, also in diesem Fall zu der Frau, zu dem Kind, zu beruflich und so weiter. Also man versucht den irgendwie so ein bisschen einzuordnen, wo er ungefähr oder ziemlich genau eigentlich steckt. Mhm. Wie ist es dann für einen selber, wenn man so jemanden spielt, mit dem man sich vielleicht nicht unbedingt identifizieren kann? Da war ja schon sehr, mit seinem Kind hattest du ja gerade auch schon erwähnt, dass er da irgendwie abgeben wollte, wo die Frau dann noch so eingeschritten ist und halt auch in so einer Zeit, von der man sich ja selber nicht mehr vorstellen könnte, wie man selber irgendwie reagieren würde. Wie ist das, so eine Rolle zu spielen? Ziemlich anspruchsvoll. Also, ist schon komisch. Es ist wirklich komisch, weil man sich natürlich, also wie du schon sagtest, so ein bisschen die Frage stellt, wie würde ich selber reagieren zur damaligen Zeit? Wie hätte ich reagiert? Was würde ich machen? Was für ein Held wäre ich, wie stark wäre ich in so Alltagssituationen? Und also davon ausgehend habe ich einfach versucht, ehrlich gesagt, mich so ein bisschen an Werten wie Karriere und Familie und irgendwie so ein bisschen sein Leben zu bauen und das dann so ein bisschen in diese Rahmenbedingungen zu zwängen. Also sprich, wenn es jemand ist, der wirklich der Forschung verschrieben ist, ja, und irgendwie so idealisiert war. Ist das dein Wort? Das ist ein Wort. Mareike, korrigiere mich bitte, wenn das das nicht ist. Und eben dann zu gucken, okay, ich bin der Forschung verschrieben, ich komme quasi zu meinem Ziel so und so, oder ich bin der Karriere verschrieben, ich komme da so und so hin, oder ich bin irgendwie ein Familienmensch und das ist wichtig, oder was sind so die Werte? Und habe mich versucht, irgendwie daran zu hangeln. Und die Rahmenbedingungen eben des Nationalsozialismus waren dann drüber gestülpt. Und dann sind gewisse Handlungen, die diese Figur macht, natürlich aus heutiger Sicht total verkehrt. Aus damaliger Sicht, aus menschenrechtlicher Sicht auch total verkehrt. Aber in diese Ideologie haben sie irgendwie für ihn Sinn gemacht. Ja, also einfach, ehrlich gesagt, einfach gesagt, ich habe mich versucht, an kleinen Dingen zu orientieren. Und diese Ideologie, soweit es geht, zur Seite zu stellen und die irgendwie erst später einfließen zu lassen. Ist das anspruchsvoller oder auch anstrengender, so eine Rolle zu spielen, als beispielsweise in der Serie Milk and Honey, wo du ja auch mitgespielt hast, was so ein bisschen nicht so historisch gefärbt ist sozusagen? Also anstrengender im emotionalen Sinne schon, weil es gibt zum Beispiel so eine Situation, da hat meine Figur eben aus diesem Forschungsgedanken heraus auf der Suche nach einer Tuberkuloseimpfung Experimente an behinderten Kindern durchgeführt. Und es gab einen Drehtag, da haben wir in einer Kinderklinik, also die nachgestellt war, aber mit wirklich behinderten Kindern gedreht. Und das war, glaube ich, einer der schwierigsten Drehtage, die ich hier hatte, weil ich vorher die Kinder kennenlernen durfte und die waren wahnsinnig herzlich und so weiter. Und dann hat man natürlich irgendwie im Kopf, wir setzen die ja so einer krassen Situation irgendwie aus. Also um die wurde sich wirklich wunderbar gekümmert und so weiter. Es wurde immer sichergestellt, dass es denen gut geht. Aber allein trotzdem dieses Bewusstsein zu haben, ich gehe da jetzt rein und weiß ich auch nicht, das war einfach wirklich krass irgendwie. Und muss irgendwie spielen, dass ich diese Kinder, dass ich denen eine Spritze setze oder dass ich mit denen ganz normal umgehe, aber eigentlich weiß, dass die alle sterben werden. Es war schon krass. Wie ist das sonst so an so einem Set, wo es ja auch dann später in den Kriegsjahren ja auch um Tod, Zerstörung und so weiter geht? Wird da auch noch gelacht? Ja, natürlich nicht in allen Situationen, aber ich glaube, ohne Humor geht es gar nicht. Und ich glaube, in den dunkelsten Stunden oder Zeiten
hilft einem das Lachen und Humor irgendwie die in irgendeiner Art und Weise zu überwinden. Und es wäre auch schwierig, diesen Beruf auszuüben, wenn man eben nicht am Set lachen könnte. Wie gesagt, natürlich nicht immer, klar nicht. Also in dieser besagten Situation mit den Kindern wurde nicht so viel gelacht. Also das hat man schon im ganzen Set gemerkt. Das ganze Team war sehr angespannt natürlich auch. Aber dann gibt es andere Situationen, wo vielleicht mal was schief läuft oder wo man irgendwie ein witziger Spruch kommt. Klar, wird auch mal gelacht. Wie ist das sonst so an so einem großen Set mit viel Aufwand, mit viel historischer Kulisse, mit auch großen Namen sozusagen? Mhm. Wie war das für dich? Aufregend. War schon wirklich aufregend, weil die Kulisse einfach so toll gemacht wurde. Also wir haben in Prag gedreht, in so einem alten Krankenhaus, das dann quasi hergerichtet wurde und wo dann wirklich alte Instrumente standen. Und man stand eben in diesen Kostümen und musste gar nicht mehr so viel dazu tun. Das war schon echt spannend. In Bremen ist jetzt ja gerade der Posten von einem Tatort-Schauspieler frei geworden, beziehungsweise das Duo hat sich da jetzt ja verabschiedet. Ja. Wäre das noch eine Rolle für dich? Eine Option für mich? Bestimmt. Ich spiele jetzt demnächst mal einen Polizisten. Ich habe noch nie Polizisten gespielt. Und wenn mir das taugt, dann klar, warum nicht? Was sind so deine nächsten größeren Projekte, die du jetzt angehst? Also wie gesagt, gerade ist es eine ZDF-Neo-Serie, die heißt Dunkelstadt. Wo es so ein bisschen Film Noir-mäßig, eine Detektivgeschichte, und ich spiele den guten Cop. Ist das auch einfacher, sich in eine für einen selber positive oder gute Rolle sozusagen reinzufinden, die man selber irgendwie sympathisch findet? Na, ich meine, ich kann ja keine Rolle verurteilen. Also ich kann auch nicht einen Arthur Waldhausen verurteilen, weil sonst kann ich sie nicht spielen. Mhm. Ich versuche dann immer schon, die positiven Aspekte oder irgendwie den Gedankengang nachzuvollziehen, wie den diese Figur eben hat. Und ehrlich gesagt macht es meistens mehr Spaß, einen Bösewicht zu spielen. Okay. Weil man das im echten Leben vielleicht nicht so häufig tut. Und man irgendwie Grenzen überschreitet, die man sonst nicht überschreiten würde. Okay. Gibt es noch irgendeine Traumrolle oder vielleicht auch einen Kollegen oder eine Kollegin, mit dem oder der du gerne mal zusammenspielen würdest? Was irgendwie für die Zukunft? Es gibt ehrlich gesagt so viele, die ich irgendwie wirklich toll finde. Auch in Deutschland. Ich finde gerade, es kommt gerade so ein toller Nachwuchs und es kommen wirklich coole Projekte, dass ich mich auf mit, also ich würde mich auf sehr, sehr viele freuen. Und natürlich würde ich mich auch auf Hollywood freuen oder so. Ja? Das ist es gibt schon so einen oder anderen, mit denen ich ganz gerne mal spielen würde. Okay. Ja. Kommst du dich dann irgendwann mal in Frage, wieder ins Nest Kloppenburg zurückzukehren? Ins Nest Kloppenburg zurückzukehren? jetzt gerade kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Einfach auch berufsbedingt. Aber ausschließen kann ich es, glaube ich, nicht. Nee, ich meine, wer weiß, was in 10 Jahren passiert. Keine Ahnung. Okay. Ja. Super. Danke für das Interview. Ja, danke auch.